Findet den Spezialgast. Ich liebe Suchspiele. Apropos Spiele. Milch, das Getränk des... Der Sieger. Und der Sportler, ne? Viele Proteine und Schinken. Und Milch. Und Schinken. Es ist gerade Olympia. Olympia, das Sportfestival des Friedens und der Gleichberechtigung und allen. Und es geht nur um eine Sache. Sex. Welches Land ist am besten? Was hat die besten Sportler und womit auch die meiste Macht? Wir! Deutschland! Nicht! Ja, wir nicht. Wir kacken total ab. Die meisten Medaillen hatten wir 1992, als wir die ganzen Doping aufgepumpten DDR-Sportler rübergebracht haben. Ach, Doping aufgepumpt. Was gute DDR-Training. Ja. Also bitte. Der gute Sozialismus mit den guten deutschen Bacon hat die Leute aufgepumpt. Der gute deutsche Bacon. Aber ich glaube, den besten Medaillenspiegel hat Nordkorea, weil in deren News haben sie zumindest bis jetzt alle 46 Goldmedaillen geholt. Und ich wette, der große Führer von Nordkorea wollte wahrscheinlich auch wieder mitmachen, weil der ist ja auch so ein Supersportler, der auch alles kann, aber... Eigentlich auch alleine den Viererbob gewinnt. Ja. Auch die Schusswettbewerbe, die Weitschuss mit den Knarren mit dem Bogen gewinnt und Bogenschießen ohne Bogen gewinnt. Tauziehen auch alleine gewinnt. Tauziehen alleine gegen alle. Schade, dass es keine Disziplin mehr ist in Olympia seit 1920, aber... Dafür kriegen wir ja nächstes Mal Golfen, was Golfen. Ja mein persönlicher Lieblingssport ist. Ich finde ja nichts interessanter. Also wirklich, dann ist da... Nee, da ist vorbei, da sitze ich, den ganzen Tag nur noch da und weiße, warte auf Golfen. Weiße Bälle siehst du ja sonst auch jeden Tag zu. Ne? Meine persönliche Lieblingssportart in Olympia ist ja Beachvolleyball der Frauen. Ja, das ist auch super anstrengend und die haben auch wirklich, die machen ja am meisten, ne? Also den muss man das ja körperlich gut halten, ja. Vor allem, es ist Action, wenn die sich da in den Sand hinschmeißen und da alles wackelt, das ist echt Action. Du guckst das natürlich auch nur, weil das so actionreich ist. Ja, komm. Du guckst du auch die Männer? Klar. Ja, bei mir ist es auch so, dass ich theoretisch immer, wenn ich einschalte, irgendwie leicht bekleidete Damen habe. Das liegt auch wirklich nicht an mir. Also ich mache einen Fernseher an, denke so, jetzt so ein bisschen Olympia. Titten. Ja, gut. Überall? Ja, außer? Die meisten Sportarten haben die ja auch ganz wenig an. Beim Schwimmen zum Beispiel. Ja, wer. Na, beim Schwimmen haben sie eigentlich noch am meisten an. Da haben die ja so eine ganz körperlange Anzüge. Nicht mehr. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt dürfen sie in Badehosen oder müssen sie in Badehosen schwimmen. Was? Die Schwimmerinnen haben da nur eine Badehose an? Naja, die Schwimmerinnen vielleicht nicht. Die dürfen vielleicht auch noch so ein kleines. So Kordeln, die sich drehen oder so. Nee, also Propeller. Obwohl, das könnte als Propeller durchgehen. Ich habe gestern da was bei uns so einen Beitrag zum Schwimmen gesehen. Von wegen, die armen Schwimmer, die deutschen Schwimmer haben alle so verkackt. Haben sie ja auch. Und die hatten da so eine schönen Badeanzüge an. Und die Frauen fand ich eher ein bisschen gruselig. Die hatten so eine Kreuze. Aber nicht die 15-jährige Superschwimmerin, die alle Rekorde bricht und 15 ist. Gar kein Kreuz, die war einfach nur schnell. Die war ultraschnell. Ja, das ist wahrscheinlich ihr Trick, weil sie einfach nur klein ist. Ja, aber apropos Kreuz und Schwimmen, ich meine, wer gewinnen würde, wenn er ein schneller Sprinter wäre, wäre ja... Jesus, man! Jesus! Aber jetzt stell dir mal vor, der läuft so langsam, dass ihn irgendwie der Michael Phelps noch untenrum, also im Wasser, überholt. So, der läuft da oben lang und der Phelps so, nö. Ich bin Delfin. Der Typ ist aber auch krass. Das ist wahr. Ich meine, das ist ja ein Schlachtschiff und kein Mann mehr. Der kifft und hat trotzdem, ich meine, jetzt diesmal war er echt schlecht. Oder na, echt schlecht war er nicht, aber diesmal... Er hat diesmal nicht 6 Weltrekorde und alle Medaillen gekriegt, oder was meinst du mit schlecht? Ja, genau, das meine ich mit schlecht. Das ist der asiatischer Standard, ist das schlecht? Aber geht ja gar nicht. Kiffen ist doch jetzt nicht wirklich hilfreich, oder? Keine Ahnung. Wird man da nicht eher träge? Na, ich glaube nicht, dass er vor dem Schwimmen was geraucht hat. Ich glaube... Er sitzt also in seiner Wartekabine, alle irgendwie irgendwelche krassen Muskeldehnungsübungen und er sitzt da mit seinem Johnny. Es kommt ganz geschillt an und wenn er dann schwimmt, dann... Ich stelle mir das gerade vor, wie der so auf seinem Startblock steht. Völlig dicht, ja. Start ihn kann kaum noch stehen. Die roten Augen kommen vom Chlor. Aber wo wir gerade bei wohlgeformten Frauenkörpern sind. Und Kugeln. Kugelstoßerinnen. Traumfrauen muss schlechthin. Wer will denn nicht mal Lust auf so eine Frau, die einem wahrscheinlich einfach so alles brechen kann. Das Herz aus Versehen könnte. Auch. Und es dann... Nicht nur die Kugelstoßerin, 7-Kämpferinnen, alle, manche. Ja, man wirklich so Schultern und Bizeps wie... Hier leider nicht. Nee, wieder wir sind Deutschland. Ich werde deine ganze Familie töten. So, wird die wahrscheinlich reagieren. Ich ungefähr genauso. Es geht um Schiedsrichter, die zu den Kugelstoßerinnen hingehen und ihnen sagen, dass sie mit ihrem Muskelzeh irgendwie einen Millimeter über der Linie waren. Sprich, da kommt dann also der kleine Mann hin.
Entschuldigen Sie, Mrs. Vladimir Koskovic. Sie sind raus. Daniel, Wodka. Gibt es denn noch interessante Sportarten? Gibt es denn irgendwas total Cooles? Also Vielseitigkeitsreiten heißt das. Vielseitig. Wo dann irgendwie theoretisch, die haben alle so geile Namen, die Pferde, das geht gar nicht. Da kommt dann irgendwie... T-Rex? Ja, T-Rex, T-Rex. Und Mr. Okinawa und Hotzenplotz. Und also, mir fällt jetzt gar nichts ein, wir müssen jetzt mal wirklich recherchieren. Das Geilste am Pferdereiten, das ist eigentlich der Kommentator. Der ist so super entspannt. Ja, und jetzt sehen wir hier eine wunderschöne Parcours. Ja, jetzt auf der Pflicht. Wir knapp an der Markierung vorbei und das könnte ein neuer Weltrekord sein. Ja, es ist der neue Weltrekord. Ich mir denke, andere Sport, andere Kommentatoren rasten völlig aus, ja, brüllen das Mikrofon zusammen. Ja, das könnte ein Rekord werden und ja. Also Silke Silkensen holt für Deutschland. Gold. Ich würde sagen, der war vorher bei Michael Phelps. Der war vorher bei Michael Phelps in der Kabine. Ansonsten würde man das ja auch nicht aushalten, so einen Scheiß da zu kommentieren, weil der Sport ist ja mal stinklangweilig. Aber Steve macht sich jetzt gerade irgendwie bei allen weiblichen Zuschauern unbeliebt. Ja. Er hat gerade gesagt, dass er keine Pferde mag. Ich mag Pferde. Die sind lecker. Ich enthalte mich jeglicher Kommentare zum Thema Pferd. Ich habe einmal Pferdewurst gegessen, ohne dass ich es wusste. Oh, das hört sich auf so vielen Ebenen so viel falsch Nein. an. Nein. Oder so. Wir hatten noch einen Obstkorb. Einen Obstkorb mit Pferdeäpfeln. Aber um zum Thema Wurst zurückzukommen zu Olympia. Schwerste Überleitung ever. Wer da jetzt was findet. Naja, Wurst isst man ja oft mit Ketchup und so. Und den isst man auf was? Ketchup. Pommes, genau. Und was haben Pommes mit Olympia zu tun? Die sind... gelb und lang. Pommes gibt's bei McDonald's und McDonald's sponsert Olympia, was total logisch ist. Oh, die Ironie. Oh. Aber ist ja sowieso, McDonald's sponsert ja irgendwie die ganze Welt. Das ist wahr. Oh ja, so wie fehlt nur noch Coca-Cola, das wäre es jetzt auch gewesen. Genau. Ja, aber ich glaube, Coca-Cola ist auch dabei. So, damit hätten wir genug Werbung gemacht. Kennt ihr noch irgendwelche abartigen Sportarten, die es da gibt und die man eigentlich verbieten sollte, weil sie komisch sind? Kennt ihr abartige Sportarten, die da definitiv teilnehmen sollten dürfen, gekönnt haben müssen? Schreibt es in die Kommentare, um es mit einem berühmten YouTuber-Zitat zu zitieren. Oh, danke. Außerdem checkt den lieben Frodo aus. Das ist übrigens Frodo. Mhm. Ja. Der hat auch einen Kanal, der ist aber ganz klein. Der heißt Frodo-Apparat und ihr müsst ihn sehr, sehr penetrieren mit euren Fingern. Und mit Liebe. Und da auf alles raufklicken, was positiv ist. Also, genauso wie auch unser Video. Weil gefällt mir nicht, ist nicht positiv. Ja, ansonsten, dieses Video hat euch hoffentlich auch gefallen. Das könntet ihr zeigen mit Daumen hoch, favorisieren und ihr kennt die alte Leier. Kakonieren. Abonnieren. Penetrieren und stabilisieren. Großteil. Glaubt ihr da irgendwie meine Endwitze? Nein. Nee, das machen wir schon die ganze Zeit. Das hab ich schon mal. So unsere Videos nicht, oder was? Raus! Übrigens ist unsere liebe Kollegin Darum gerade in London und macht da ganz viele Videos mit dem Olympia. Flugzeug hingeflogen. Und ist da noch. Und macht ganz viele Videos. Und falls euch das interessiert, so wegen London und so und da, weil da ja alles abgeht und so, dann und so. Und dann in, alles in der Beschreibung und so. Okay. Jo. Und so.